Mein Name ist Janis Schwarzer, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ich bin Lars Scheidematte, 34 Jahre alt und komme aus Bochum. Jetzt überall schon geschmiert, trotzdem, wenn ihr gleich hochkommt, bitte einmal visuell prüfen, sind die Klammern raus, die ihr reinmacht, um zu schmieren, wenn wir gleich anfangen zu schieben. Erstmal danke für euren Einsatz dann heute und ich wünsche uns allen viel Erfolg. 20 bereit. 130, okay. 140, bereit. 150, okay. Perfekt. Olivier, sind alle bereit? Es geht los. Alles klar, danke. Guten Moment. Okay, ich fahre jetzt. Ja, auf geht's. Fertig, ne? Ja. Okay, ich fahre den nächsten Hub. Ich fahre jetzt. Und da siehst du jetzt auch perfekt, dass die überall synchron laufen in allen Achsen. Spricht für eine gute Neigung, wie geplant. Das haben wir schon fast 1,5 Meter geschafft. Na, fahren wir mal rüber. Also sowohl Hebetech als auch ZSB, die sind alle komplett zufrieden bis jetzt. Also läuft alles, bis jetzt läuft alles nach Plan. Gleich verlässt der hintere Schlitten dann auch den Pfeiler der Seitenlage und dann sind wir komplett auf dem Träger. Das ist dann jetzt der erste richtig spannende oder der nächste spannende Punkt dann. Ne? Wie gesagt, das scheint schon da hinten am Verschubbahnblech passiert ja, zu sein. Komm, wir können ja nochmal gucken gehen da hinten. Ja. Ja. Ich glaube, da unten liegt das. Ah, da, ja. Ja, ja. Nein. Können wir uns einrahmen. Ja. Aber ist kein Problem, hinten auf der Lagerreihe kommen nicht mehr viele Lasten an und die Lasten, die er oben in der Steuerzentrale hat, sind auch immer noch minimal, von daher können wir weiterfahren, glaube ich. Ja. Ja. Alles gut. Okay, Olli, die Achsen sind soweit fertig, wir könnten dann weiterfahren. Ah, 64. Dann haben wir genau die 5 cm Spalt. Unnäher. Ja, ja. Kannst du noch mal messen? Mit Futterblechen. Ja, das ist 9. Ja. Achse 10. 64 für beide Seiten. 150 oder auflassen.